Achtung, in der nachfolgenden Sendung hat der Protagonist dieser Sendung, Sweetchecker genannt, einen Fehler begangen. Mehrfach. Er spricht ein Wort aus, das er Macker nennt, aber es wird gemeint Matcha. Ein vollkommen anderes Ding. Wir bitten um Entschuldigung und viel Spaß bei der folgenden Sendung. Wiedersehen. Konnichiwa! Ja, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Sweetchecker. Ja, es ist mal wieder ein japanisches Produkt an der Reihe. Das hier, habt ihr das gesehen? Total toll. Also, das ist... Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr das lesen? Kann ich mir auch einen Google Translator draufjagen, oder? Also, aber das Witzige ist, es hat hinten eine durchsichtige Folie. Da kann ich schon ein bisschen reingucken. Und das auch im Bild abgelegt. Das sieht also aus... Ein Teeglas mit Maca, ein grünes Bällchen und in dem grünen Bällchen, das wurde einmal durchgeschnibbelt, ist eine grüne Masse enthalten. Wahrscheinlich Maca. Und wenn ich da so mal durch diese Plastikfolie gucke, sieht das überhaupt nicht aus wie auf diesem Bild. Das kleine Bild hier, das haben die auch lustigerweise hier vorne drauf gemacht. Okay, Bällchen durchgeschnitten. Hier ist auch ganz klar erklärt, auf Japanisch natürlich, was es bedeutet. Und es ist übrigens 100% von irgendwas. Es ist kein bisschen irgendwas. Auf einer Webseite ist angegeben worden. Die tue ich nachher auf meine Webseite. Jawohl. Haltbar ist es auch noch. Bis 18? 2018? Alter Schwede. So, aufgemacht. Riecht fast nach gar nichts. Ich riecht nach Marzipan. Das wäre ja cool. Marzipan mit Macca? Das würde ich total gut finden. Kommt aus Macca an. So, also herauskommen diese komischen Drops. Also Drops sind das gar nicht, das ist ganz weich. Ne? Wenn das Marzipan wäre, das wäre geil. Ich hab Angst. Wie fühlt sich das denn an? Yeah. Ist das geil? Was für eine geile Konsistenz. Also, ich habe mal gelesen, Japaner, denen ist es nicht nur wichtig, wie es schmeckt und wie es aussieht, das ist für uns auch ja wichtig. Gut, manchmal ist es auch nur, wie es aussieht, schmecken ist dann egal, aber Japan ist es wichtig, wie es nicht nur wie es schmeckt und wie es aussieht, sondern auch wie die Konsistenz ist. Also, hier stehen auch total auf Sachen, die ganz glibberig sind oder ganz komisch, lustige Sachen im Mund machen und so. Und das ist eine ganz abgefahrene Konsistenz, dieses Ding hier. Das kann man jetzt leider nicht beschreiben, weil das ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, fasst mal so einen Block Marzipan an. Das ist halt so, also so einen gewissen Widerstand. Aber es fehlt halt auch Nahrung, wie so ein Gummi oder so. Aber es ist so leicht mehlig. Es ist unbeschreiblich. Wie muss ich jetzt niesen? Es riecht nach nichts. Schade. Ich pass mal rein. Das glaube ich nicht. Komm, die Hälfte. Okay? Die Hälfte. Ja. Daran muss man sich gewöhnen. Also, hat nichts mit Marzipan zu tun, glaube ich. Vielleicht haben die irgendwie Schuhsohle aus Schuhsohlen Marzipan gemacht. Keine Ahnung. Es schmeckt wie ein Teebeutel mit viel Zucker. Jetzt kann man darüber streiten, ob ein Teebeutel lecker ist, aber der Macca-Geschmack ist sehr dominant. Aber Macca wird normalerweise ohne Zucker getrunken, also das ist halt sehr, sehr bitter. Das ist jetzt nicht bitter, hat aber diesen Macca-Geschmack und mit dem Zucker ist es einfach mal boom, explodiert so in der Zunge. Es hat eine unglaublich merkwürdige Konsistenz und ich kann diese Flüssigkeit, die hier drin ist, oder diese Creme, die Macca-Creme, kann ich auch rauspulen. Mal so einen einzelnen Test machen. Oh.
Das ist nur süß. Jetzt nehme ich mal die Außenhaut. Aha. Die schmeckt fast nach gar nichts. Also tatsächlich, diese Süße kommt nur von innen. Das Äußere ist relativ fest. Und ist ein bisschen kaum. Also das ist nicht so beißfest. Man kann das durchreißen hier, ganz einfach. Aber um das im Mund klein zu machen, muss man schon ein bisschen kauen. Weil es ist Widerstand, wie irgendwie so ein Gel ist das, wie so ein, nicht wie so ein Haribo-Bärchen oder sowas. Wesentlich weicher. Also nicht so schlimm, wie ich dachte. Mal essen. Cool. Ich kann nicht sagen, was ich gegessen habe. Tut mir leid. Tja, schreib mir mal, was das bedeutet. Das wäre ganz toll. Also, ich habe hier etwas gegessen, das so aussieht. Ja! Ich halte es mal hier fest. Alright. Das hat jetzt nicht so schlimm geschmeckt. Bringt so echt japanisches Feeling mit. Was mache ich damit? Ich erschrecke meine Freunde. Ja, Domo! Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!